heiße Andy und falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin der Typ, den man den Meister der Scherze nennt. Es fängt ganz harmlos an, aber dann sagt jeder in der ganzen Stadt, hey, typisch Andy, der Größte, der Beste, der schrägste Spaßvogel. Typisch Andy, typisch Andy. Ich bin der Meister der Streiche, ein Künstler. Typisch Andy, typisch Andy. Okay, soweit so gut. Wie sehe ich aus? Wie Spock mit Magenverstimmung. Der Transporter ist bereit. Der Reißverschluss? Eine Sache muss man als Scherzkönig unbedingt wissen. Es kommt immer darauf an, den Leuten zu geben, was sie haben wollen. Tja, und heute Abend wollen die Leute in East Geckel nun mal unbedingt einen Alien sehen. Ihr fragt euch wieso? Ich fange wohl besser von vorn an. Monster vom Mars. Gleich nach der Werbung geht's weiter. Die schweißen einen Teekessel an eine Soßenschüssel und wollen einem das als Raumschiff verkaufen? Als interstellaren Marstransporter, um genau zu sein. Ist ja auch egal. Jedenfalls waren die Effekte sowas von billig, das würden wir ja noch besser hinkriegen. So hast du nicht mehr gegrinst seit der Sache mit dem Enthaarungsmittel in Jens Shampoo. Was überlegst du? Ich denke über eine Aktion von geradezu globaler Bedeutung nach. Aliens, hä? Du sagst es, alter Kumpel. Wir sorgen für die berühmteste Alien-Sichtung im ganzen Land. Oder sogar auf der ganzen Welt. Er hat's runtergeladen und ausgedruckt. Gut, dann dauert's nur noch Sekunden. Ruf die Zeitung an! Benachrichtigt das Fernsehen! Bis zur unheimlichen Begegnung der besonders naiven Art. Seht euch das an! Ich habe eine intergalaktische Botschaft empfangen von den Aliens! Ach, Leute, das ist eine echte E-Mail von den Außerirdischen. Hey, du bist wirklich zu dämlich. Diese Ausdrucke da sind doch völlig... Echt? Das ist ein Plan zur Zerstörung der Erde. Irgendwie blöd, dass ihr zwei Weltraumschwachköpfe das irgendwie nicht mehr erleben werdet. Das sind die Aliens! Sie wollen uns hypnotisieren, damit sie uns radioaktive Bluttransfusionen geben können. Dann saugen sie uns das Hirn mit einem Strohhalm aus. Okay, Schluss mit diesem Blödsinn. Ich will auf der Stelle wissen, wer das war. Wo ist Larkin? Ich bin hier, Sir. Deine Streiche waren auch schon mal besser. Wenn das nochmal vorkommt, wirst du nachsitzen. Und zwar über intergalaktische Zeiträume hinweg. Hast du mich verstanden? Klar und deutlich, aber ich war's trotzdem nicht. Ich war die ganze Zeit auf dem Klo. Und das soll ich ausgerechnet jemandem glauben, der Abführmittel in die Kaffeemaschine im Lehrerzimmer schüttet? Ja, nach dem Essen heute. Diesmal werden wir ihm wohl glauben müssen. Die Beweismittel sind ziemlich eindeutig. Abgesehen davon ist es nicht ausgeschlossen, dass es fremde Lebensformen da draußen gibt. Findest du nicht auch, dass der alte Mr. Hutchins geradezu darum bettelt, reingelegt zu werden? Versteck dich! Ja, hallo? Sei gegrüßt, Erdling. Heute erfüllt sich dein Schicksal. Tritt vor die Tür. Oh. Die Aliens sind da. Und jetzt wollen sie mich mitnehmen. Stopp! Bevor du dich unserer überlegenen Rasse anschließt, musst du dich erst als würdig erweisen. Ja, aber was muss ich dafür tun? Und was bekomme ich dann? Was du bekommst? Du darfst weiterleben. Sage den Bürgern von East Geckel, dass wir gekommen sind, um diesen Planeten zu erobern. Sie haben die Möglichkeit, sich friedlich zu ergeben oder... unvorstellbares Grauen zu erleben. Jawohl, mein intergalaktischer, kosmischer, außerirdischer Anführer. Das Licht ist wirklich ziemlich grell. Moment! Eine Sache wäre da noch. Gib nie wieder Hausaufgaben über das Wochenende auf. Was? Und jetzt, geh! Das war wirklich super. Echt eine Oscar-reife Vorführung. Und was kommt als nächstes? Wir sehen mal, ob meine Schwester ihr Frühstücksei auch in Galaxis grün mag.
Es ist doch nicht zu fassen, wie dämlich manche unserer Mitschüler sind. Die glauben doch tatsächlich, die Aliens wären in East Gekkel gelandet. Wer es glaubt, ist selbst schuld. Hast du das gerade gehört? Das ist wahrscheinlich bloß mein bescheuerter Bruder mit einem seiner öden Scherze. Da draußen ist irgendwas! Das sind die Aliens! Rennt um euer Leben! Man kann es ja mal versuchen, du intergalaktischer Idiot, aber das war nur ein Auto mit Fernlicht. Starke Aktion, Danny. Du hast sie voll erwischt. Hey, Danny, du kannst jetzt rauskommen. Danny? Das riecht verdächtig nach einem Witzbold. Und ganz zufällig ist unser Andy in der Nähe, nicht wahr? Warum verdächtigen eigentlich immer alle mich? Ich habe doch nie was getan. Okay, streichen wir den letzten Satz. Aber eins steht fest, ich habe ein Alibi. Ich war im Haus, als es passiert ist. Mach dir keine Sorgen, Andy. Wenn ich etwas in dem Seminar über lügende Kinder und liebende Mütter gelernt habe, dann folgendes. Die Wahrheit befreit dich. Na toll, Mom. Aber ich werde hier drin verdächtigt und die Wahrheit befindet sich irgendwo da draußen. Na ja, als Polizisten sind wir verpflichtet, die Wahrheit zu suchen und die Wahrheit auch zu finden. Und das ist die Wahrheit. Auch wenn uns die Ermittlungen wieder zu dir führen, Andy. Und genau das wird passieren, jede Wette. Keine Angst, mein Sohn. Deine Mutter und ich glauben dir. Oder wenn nicht, würden wir es dir zumindest nie sagen. Danke, Dad. Was war denn vorhin mit dir los? Tut mir leid, ich habe mich verdrückt. Da kam ein Auto und ich musste den Einsatz abbrechen. Hast du die Sachen von unserer Liste? Ist der Papst katholisch? Ist der Himmel blau? Mal sehen, fluoreszierende Farbe, Schaufeln, Mistgabeln, Malerpinsel und ein Glas mit extra gemeinem Schleim, das ich auf einer Baustelle gefunden habe. Oh ja, gemeiner Schleim. Sehr populär bei der Damenwelt. Ich liebe meine Arbeit. Soweit so gut. Morgen früh wird irgendein Blödmann einen kleinen Schritt für einen Menschen, aber einen großen Schritt für East Gekkel tun. Wieso wirfst du... Ach so. Guter Plan. Na klar, das gehört alles dazu. Ich sehe schon die Schlagzeilen vor mir. Von ihm blieb nur noch ein Turnschuh. Ach du heiliger Uranus. Tic-Tac-Toe? Schick mir die Steves her und zwar schnell. Entschuldigen Sie die Verspätung, Herr Bürgermeister, aber schneller ging's nicht. Hey, das ist diese Woche schon das dritte Fahrrad. Ich will ein paar Antworten, Sheriff, und zwar sofort. Ich habe die Antwort schon gefunden. Du weißt doch, was das bedeutet, oder? Ja, die Aliens haben Schweißfüße. Nein, du hirnloser Hohlkopf, diese Schuhe gehören unserem Verdächtigen. Mildred, überprüfe den folgenden Turnschuh. Ein Sprinter-Cross-Trainer X20 Größe 7. Was sagt der Computer? Danke. Andy Larkin, wer sonst? Los, komm! Mach auf, Andy, du bist verhaftet. Wir wissen, dass du es getan hast. Ach, Gott sei Dank sind Sie hier. Schnell, kommen Sie rein. Sag dem Sheriff alles, was du weißt, Danny. Naja, Andy wollte unbedingt seine Unschuld beweisen, und zwar ein für alle Mal. Deswegen wollte er die Aliens auf Video aufnehmen. Aber als er nicht zurückgekommen ist, bin ich los und habe ihn gesucht. Aber ich habe nur das gefunden. Mein Name ist Andy Larkin. Dieses Video soll beweisen, dass die Aliens tatsächlich in East Gekkel gelandet sind. Habt ihr das gehört? Das sind die Aliens. Ich habe solche Angst. Irgendwas ist hier. Ich kann es spüren. Ach, der arme Andy. Erst wird er von den Aliens entführt. Und dann wird er noch zum Werkzeug ihrer finsteren Pläne. Was ist das für eine Welt? Du weißt, was das bedeutet, oder? Ja, wir werden wohl nie erfahren, wie der Film ausgeht. Nein! Das bedeutet, dass kein Mensch in East Gekkel sicher ist, solange diese intergalaktischen Wahnsinnigen frei rumlaufen. Wir sind live vor dem Rathaus von East Gekkel, wo in Kürze der Bürgermeister Auskunft über die jüngste Serie von Alien-Sichtungen geben wird. Wir sind für Sie live vor Ort, also bleiben Sie dran. Meine Damen und Herren, liebe Mitbürger, Schluss mit dem Blabla!
In unserer Stadt sind Aliens gelandet und sie wissen das ganz genau. Was wollen sie jetzt unternehmen? Ja, genau. Das stimmt. Ich habe sogar mit den Außerirdischen gesprochen. Sie haben meine Küche neu tapeziert. Wunderbar. Mir haben sie ein Drei-Gänge-Menü gekocht und einen Zitronenkuchen gebacken. Diese Trittbrettfahrer geben mir Sachen an, die ich nicht mal gemacht habe. Die wollen mir meinen hart verdienten Ruhm klauen. Na gut, extreme Situationen erfordern extreme Maßnahmen. Diese Kombination aus Ideenreichtum und ekligem Schleim wird mich irgendwann unsterblich machen. Bitte beruhigen Sie sich doch. Solange wir Andys Leiche nicht gefunden haben. Seine was? Ich meine, solange wir Andy nicht finden, gibt es keinen Beweis, dass... Doch, den gibt es. Seht mich an. Ich, Andy Larkin, bin von Außerirdischen entführt worden. Und als sie mit dem Tic-Tac-Toe-Spiel auf meiner Brust fertig waren, haben sie mich abgesetzt und gesagt, beim nächsten Mal wird es nicht mehr so kitzeln. Mehr weiß ich nicht. Tic-Tac-Toe, wieso? Wie hat das Raumschiff von innen ausgesehen? Es war ziemlich Feng Shui-mäßig eingerichtet mit vielen Pastelltönen. Aber was ist mit Ihren Welteroberungsplänen? Tja, da Sie das gerade ansprechen... Das ist doch alles Unsinn. Eine Fälschung, ein billiger Trick. Sehr geehrte Bürger von East Mackerel. East Mackerel! Wie auch immer. Ich bin FBI-Agent Ross und das ist mein Partner Agent Well. In dieser Stadt gibt es garantiert keine Aliens. Ich rate Ihnen, vergessen Sie die ganze Sache und gehen Sie nach Hause. Und ich sage, Sie irren sich. Ich habe diese Aliens mit eigenen Augen gesehen und niemand hier kann mir das Gegenteil beweisen. Wir müssen auch gar nichts beweisen, du Schleimer, sondern du. Genau. Wenn du schon irgendwie der Freund von diesen Aliens bist, wann kommen die irgendwie mal her und zeigen sich, hä? Ja, natürlich. Die Aliens werden am nächsten Samstagabend um 7:30 hier erscheinen. Und zwar am Zwergenturm. Das ist ja sensationell. Du wurdest von den Aliens untersucht, stimmt das? Nein, aber sie haben meinen Rücken massiert. Gerüchten zufolge hattest du schmutzige Unterwäsche an. Ist das wahr? Kein Kommentar. Okay, und jetzt lassen Sie ihn in Ruhe. Er steht Ihnen später für Interviews und Fotos zur Verfügung. Ich sag dir, das wird mein bester Auftritt überhaupt. Wenn ich das geschafft habe, dann vergisst keiner mehr den Namen. Andy Larkin, wir würden gern mit dir reden. Kommen Sie wegen der überfälligen Bücher aus der Bibliothek? Das kann ich erklären. Wie bist du denn diese FBI-Agenten wieder losgeworden? Das war einfach. Ich habe Ihnen erzählt, dass Shane McMartin in seiner Videothek raubkopierte Akte X-Videos verkauft. Sag bloß nicht, Operation Alien läuft an. Aber brauchen wir dafür nicht ein echtes Alien? Es steht genau vor dir. Was hast du jetzt schon wieder vor, du Schleimbeutel? Nichts. Ich mache meine Astronomie-Hausaufgaben. Du planst doch nicht etwa irgendwas Verrücktes für Samstagabend, oder? Ich? Nein. Du weißt doch, mit Plänen habe ich nichts am Hut. Oh. Hallo. Hi, Lori. Schön, dass du vorbeikommst. Weißt du, ich hab dich bei der Versammlung vor dem Rathaus gesehen. Und ich wollte dir nur sagen, wie mutig ich dich finde. Also, ich muss schon sagen, das ist ja mal eine erfreuliche Entwicklung. Bitte, sprich doch weiter. Naja, wenn du noch nichts anderes vorhast, könnten wir uns am Samstag doch zusammen die Alien-Invasion ansehen. Naja, Lori, weißt du, ich muss sagen... Ja, natürlich. Andy begleitet dich bestimmt sehr gern. Er hat mir gerade erzählt, dass er am nächsten Samstag noch nichts weiter vorhat. Das stimmt doch, oder? Ja, das stimmt. Und ich nehme an, du hast keine blöden Scherze geplant. Scherze? Immer. Aber blöde? Niemals. Nein, 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 natürlich nicht. Ich hol dich dann um 7 ab. Bis dann. Ich weiß zwar nicht, was du im Schilde führst, aber jetzt wird's auf jeden Fall etwas komplizierter. Viel Spaß bei deinem Date. Und wie willst du das schaffen, an zwei Orten gleichzeitig zu sein? Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, ich kenne jemanden, der sowas weiß. Hi, Jungs. Ich zeig euch mal was. Das ist doch ziemlich cool, oder? Ja, ziemlich. Kann ich dich was fragen, Mosch? Klar, Mann. Was liegt an? Sagen wir mal, du hast ein Date mit einem richtig süßen Mädchen, aber du musst gleichzeitig ganz woanders sein. Was würdest du tun? Eine Doppelbuchung mit zwei Mädels am selben Abend? Du hängst. Naja, weißt du... Jetzt pass mal auf. Die Sache sieht so aus. Du kannst zwei Pizzas gleichzeitig backen, klar, aber es ist viel besser, wenn du eine früher reinschiebst, damit du genug Zeit hast, dich um beide zu kümmern. Kapische? Ich hoffe, es klappt. Wir sehen uns.
Meine Güte, dieser Mann ist ein echtes Genie. Wenn die Sache so läuft, wie ich mir das vorstelle, kriege ich beide Pizzas und kann sie auch noch essen. Na los, wir müssen die Show vorbereiten. Diese Aliens bis ans Ende des Universums. Oder irgendwie, noch irgendwie weiter. Ach, ich freue mich schon so. Übrigens, ich bekomme vielleicht Angst. Würde es dir etwas ausmachen, meine Hand zu halten? Aber natürlich macht mir das nichts aus. Sag mal, was hältst du davon, wenn ich uns was zu essen besorge, bevor die Aliens angreifen? Bin gleich wieder da. Hä? Die ganze Stadt ist hier. Bist du sicher, dass du das schaffst? Na klar, es läuft doch alles völlig... Daneben. Was hast du denn? Da läuft noch eine Invasion und die muss ich erstmal abwehren. Wow, wie niedlich. Du hast wohl vergessen, deine Pickelcreme wegzuwischen. Auch war ja mein Make-up. Dein Make-up? Was soll das denn nun wieder heißen? Ah, tut mir leid. Schlimme Kopfergeltung. Ich bin richtig wirr im Kopf. Ja, und mir ist schwindelig. Ciao. Kopfergeltung? Mein Gott. Heute liegt nicht nur die Invasion der Außerirdischen in der Luft. Ich rede von Liebe und Romantik. Spürst du es auch? Naja, sicher. Was hast du gerade gesagt, Jarvis? Ja, danke, dass du meinen Platz warm gehalten hast. Du darfst gehen. Was ist? Geht's dir nicht gut? Doch, doch. Ich üb nur schon mal meine angstverzerrte Miene, wenn die Aliens auftauchen. Das wird bestimmt einer der aufregendsten. Okay, soweit, so gut. Und? Wie sehe ich aus? Wie Spock mit Magenverstimmung. Der Transporter ist bereit. Der Reißverschluss? Also, ich weiß nicht, was mich nervöser macht. Die Anspannung vor der Show oder dieser enge Anzug? Was soll's, gleich werde ich's wissen. Das ist eine echte Invasion und das direkt vor unseren Augen. Die kaufen mir das tatsächlich ab? Okay, Danny, ich bin zum Abheben bereit. Danny? Die Show ist vorüber, du Schwachkopf. Und jetzt werde ich dich als den miesen kleinen Spinner bloßstellen, der du ja auch bist. Das ist der Kopf des Aliens! Nehmt ihn da weg! Nehmt ihn da weg! Hey, das ist gar kein Alien! Das ist ein Laken! Andy Laken! Hey, du Loser! Jetzt wird's aber Zeit, dass die Macht mit dir ist. Typisch Andy. Eigentlich müsste ich viel wütender auf dich sein wegen deiner leeren Versprechungen. Sieh doch nur, wohin dich deine albernen Streiche bringen. Warum machst du sowas? Naja, wir sehen uns. Vielleicht können wir ja dann mal zusammen rumhängen. Die Süße. Ha, sie liebt mich. Könnte vielleicht mal jemand... Hey, Danny, was ist passiert? Haben sie dich gefoltert oder hypnotisiert? Haben sie gedroht, deinen Mundgeruch öffentlich zu machen? Ich habe keinen Mundgeruch. Jedenfalls haben mir die FBI-Typen eine Menge Fragen gestellt und wir müssen die Schäden wohl von unserem Taschengeld bezahlen. Aber es hätte schlimmer kommen können. Wie bitte? Schlimmer geht's doch schon gar nicht mehr. Jen hat mir meinen Streich versaut und Laurie ist sauer auf mich. Aus Operation Alien ist Aktion mega peinlich geworden. Ich wollte doch bloß, dass meine Heimatstadt berühmt wird. Ist ja nicht zu fassen. Guck dir das hier mal an. In East Gekkel macht der Schwindel um einen Außerirdischen Geschichte. Was sagt man dazu?
Mein Streich war doch ein Erfolg. Okay, zwar nicht als die ruhmreichste Alien-Sichtung, aber wenigstens als der ruhmreichste Alien-Schwindel. Und wisst ihr, was das Beste daran ist? Wenn Lori jetzt schon denkt, dass ich ein amüsanter Typ bin, was wird sie dann erst dazu sagen? Du darfst weiterleben. Sage den Bürgern von East Gekkel, dass wir gekommen sind, um diesen Planeten zu erobern. Sie haben die Möglichkeit, sich friedlich zu ergeben oder... unvorstellbares Grauen zu erleben. Jawohl, mein intergalaktischer, kosmischer, außerirdischer Anführer. Das Licht ist wirklich ziemlich grell. Moment. Eine Sache wäre da noch. Gib nie wieder Hausaufgaben über das Wochenende auf. Was? Und jetzt geh! Das war wirklich super. Echt eine Oscar-reife Vorführung. Und was kommt als nächstes? Wir sehen mal, ob meine Schwester ihr Frühstücksei auch in Galaxis grün mag. Es ist doch nicht zu fassen, wie dämlich manche unserer Mitschüler sind. Die glauben doch tatsächlich, die Aliens wären in East Gekkel gelandet. Wer es glaubt, ist selbst schuld. Klar und deutlich, aber ich war's trotzdem nicht. Ich war die ganze Zeit auf dem Klo. Und das soll ich ausgerechnet jemandem glauben, der Abführmittel in die Kaffeemaschine im Lehrerzimmer schüttet? Ja, nach dem Essen heute. Diesmal werden wir ihm wohl glauben müssen. Die Beweismittel sind ziemlich eindeutig. Abgesehen davon ist es nicht ausgeschlossen, dass es fremde Lebensformen da draußen gibt. Findest du nicht auch, dass der alte Mr. Hutchins geradezu darum bettelt, reingelegt zu werden? Versteck dich! Ja, hallo? Sei gegrüßt, Erdling. Heute erfüllt sich dein Schicksal. Tritt vor die Tür. Oh, die Aliens sind da. Und jetzt wollen sie mich mitnehmen. Stopp! Bevor du dich unserer überlegenen Rasse anschließt, musst du dich erst als würdig erweisen. Ja, aber was muss ich dafür tun? Und was bekomme ich dann? Was du bekommst? Typisch Andy! Typisch Andy! Typisch Andy! Typisch Andy! Hi, ich heiße Andy und falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin der Typ, den man den Meister der Scherze nennt. Es fängt ganz harmlos an, aber dann sagt jeder in der ganzen Stadt: Typisch Andy! Ich bin der Größte, der Beste, der schrägste Spaßvogel! Typisch Andy! Typisch Andy! Ich bin der Meister der Streiche, ein Künstler! Typisch Andy! Typisch Andy! Okay, soweit so gut. Wie sehe ich aus? Wie Spock mit Magenverstimmung. Der Transporter ist bereit. Der Reißverschluss? Eine Sache muss man als Scherzkönig unbedingt wissen. Es kommt immer darauf an, den Leuten zu geben, was sie haben wollen. Tja, und heute Abend wollen die Leute in East Gekkel nun mal unbedingt einen Alien sehen. Ihr fragt euch wieso? Ich fange wohl besser von vorn an. Botschaft empfangen von den Aliens! Ach. Leute, das ist eine echte E-Mail von den Außerirdischen. Hey, du bist wirklich zu dämlich. Diese Ausdrucke da sind doch völlig... Echt? Das ist ein Plan zur Zerstörung der Erde. Irgendwie blöd, dass ihr zwei Weltraumschwachköpfe das irgendwie nicht mehr erleben werdet. Das sind die Aliens! Sie wollen uns hypnotisieren, damit sie uns radioaktive Bluttransfusionen geben können. Dann saugen sie uns das Hirn mit einem Strohhalm aus! Okay, Schluss mit diesem Blödsinn. Ich will auf der Stelle wissen, wer das war. Wo ist Larkin? Ich bin hier, Sir. Deine Streiche waren auch schon mal besser. Wenn das nochmal vorkommt, wirst du nachsitzen. Und zwar über intergalaktische Zeiträume hinweg. Hast du mich verstanden? Rotzmonster vom Mars. Gleich nach der Werbung geht's weiter. Die schweißen einen Teekessel an eine Soßenschüssel und wollen einem das als Raumschiff verkaufen? Als interstellaren Marstransporter, um genau zu sein. Ist ja auch egal. Jedenfalls waren die Effekte sowas von billig, das würden wir ja noch besser hinkriegen.
So hast du nicht mehr gegrinst seit der Sache mit dem Enthaarungsmittel in Jens Shampoo. Was überlegst du? Ich denke über eine Aktion von geradezu globaler Bedeutung nach. Aliens, hä? Du sagst es, alter Kumpel. Wir sorgen für die berühmteste Alien-Sichtung im ganzen Land. Oder sogar auf der ganzen Welt. Er hat's runtergeladen und ausgedruckt. Gut, dann dauert's nur noch Sekunden. Ruf die Zeitung an! Benachrichtigt das Fernsehen! Bis zur unheimlichen Begegnung der besonders naiven Art. Seht euch das an! Ich habe eine intergalaktische...